Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen der Präsidenten Putin und Erdogan in St. Petersburg. Nach dem Gespräch sagte Putin, beide Länder verfolgten die gleichen Ziele, ihre Beziehungen zu verbessern und eine gemeinsame Linie für die Krise in Syrien zu finden. Außerdem wurde der Bau einer Gaspipeline angekündigt. Trinkwasserversorgung in Aleppo zusammengebrochen. Die Vereinten Nationen haben die Kriegsparteien in der umkämpften syrischen Stadt dazu aufgerufen, die Kampfhandlungen für mindestens 48 Stunden einzustellen. Dies sei notwendig, um die 2 Millionen Einwohner mit Wasser zu versorgen. Nach UN-Angaben gibt es in Aleppo seit 4 Tagen kein fließendes Wasser mehr. Antidiskriminierungsstelle fordert Reform. Der Schutz vor Benachteiligungen müsse effektiver werden, so die ADS-Chefin Lüders. Die Hürden seien oft zu hoch, um das Recht auf Gleichbehandlung durchzusetzen. Das 2006 eingeführte Gesetz soll Menschen helfen, die am Arbeitsplatz oder im Alltag wegen Herkunft, Geschlecht oder Alter benachteiligt werden. Bilanz der Grenzkontrollen. Deutschland verweigert seit September 2015 immer mehr Menschen die Einreise. Im ersten Halbjahr 2016 waren es nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 13.000 Betroffene. Die meisten Ablehnungen gab es an der deutsch-österreichischen Grenze. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt knapp 9.000 Menschen abgewiesen. Prominente US-Republikaner sprechen sich gegen Trump aus. 50 hochrangige Experten für nationale Sicherheit warnten vor seiner Wahl zum US-Präsidenten. Ihm fehle es an Charakter, an Werten, Erfahrung und Selbstbeherrschung. Er wäre der rücksichtsloseste Präsident der US-Geschichte. Trump warf seinen Kritikern vor, die Welt gefährlicher gemacht zu haben. Das Wetter, morgen ein Wechsel aus dichten Wolken und Auflockerungen. Dabei verbreitet Schauer mitunter auch kurze Gewitter. Im Osten längere, trockene Abschnitte, 13 bis 21 Grad.